Bildung neu gestalten. Learning World in Zusammenarbeit mit WISE, einer Initiative der Qatar Foundation. Die Auffassung, dass Menschen besser lernen, wenn sie Spaß haben, ist bekannt. Viele Lehrer setzen mittlerweile auf Spaß im Unterricht, um schwierige und abstrakte Lerninhalte zu vermitteln. Sehen wir uns einige Beispiele an. Es gibt Ihrer Meinung nach keine Verbindung zwischen Ballett und Kopfrechnen? Dann wissen Sie vielleicht auch nicht, dass Kinder den Spagat zwischen Tanz und Mathe schaffen können. Sehen Sie selbst in diesem Bericht aus Großbritannien. In der Grundschule und den weiterführenden Schulen gilt Mathe als eines der am schwierigsten zu vermittelnden Fächer. Vielen Kindern bereitet das 1x1 Kopfzerbrechen. Offenbar haben 2 Millionen britische Schulkinder Angst vor Mathematik. Das will die Shelton Infant School in Derby ändern, tänzerisch. Im Matheunterricht gibt Lehrerin Rebecca Hart den Ton an. Es ist nicht schwer, Tanz in Fächern wie Sprache und Wissenschaft unterzubringen. In Englisch zum Beispiel, weil Geschichten erzählt werden. Mathe macht es schwieriger. Matheunterricht, der Spaß macht und kreativ ist, ist eine Herausforderung. Tanzen ist ein großartiger Weg, jedes Fach zu lernen. Verschiedene Studien zeigen, dass Bewegung beim Lernen hilft. Erkenntnissen der Neurologie zufolge vergrößert Dopamin das Erinnerungsvermögen. Dessen Ausschüttung im Gehirn ist eine der Folgen, wenn Kinder und Jugendliche im Unterricht Spaß haben. Forschungen zeigen, dass gerade junge Kinder am besten auf einen sehr physischen Unterricht ansprechen. Vor allem Jungen sind besser bei der Sache und machen größere Fortschritte im Matheunterricht. Es ist ein fächerübergreifender Unterricht, da gleichzeitig Mathe, Tanz, Schauspiel und Musik unterrichtet werden. Bei den tanzenden Schulkindern hat der Matheunterricht großen Erfolg. Was hat dir am Tanzen gefallen? Die Zahlen. Was hat dir noch gefallen? Das Tanzen. Magst du Mathe? Ja. Was gefällt dir an Mathe? Plus- und Minusrechnen. Sie können die Zahlen und die Zeichen mit ihrem Körper nachmachen. Dass sie sich daran erinnern, beweist, dass es ihnen gefallen hat. Kinder haben ungeahnte Fähigkeiten und tanzend Mathe zu lernen, gibt ihnen Selbstvertrauen. Der tanzende Matheunterricht oder rechnende Tanzunterricht wird wohl vielen in Erinnerung bleiben, wenn sie auf ihren hauptsächlich in langen Schulstunden abgesessenen Unterricht zurückblicken. Schlüpfen Sie in die Haut von Sherlock Holmes. Sammeln Sie Beweise und analysieren Sie diese später im Labor. Klingt spannend, oder? Aber was lernen Sie dabei? Eine Spurensuche in Portugal. Schreck lass nach. In diesem Haus wurde ein kostbares Juwel gestohlen. Gott sei Dank ist bereits ein Detektivteam am Werk, um die Verbrecher zu jagen. Inspektor Sherlock Holmes ist ein beliebtes Programm, das im Visionarium in Santa Maria da Feira angeboten wird. Und dank Diebstahl, Leichen und Co. lernen die Kinder kriminaltechnische Grundlagen. Die Nachwuchsdetektive zwischen 6 und 13 Jahren haben weißes Puder sowie Fuß- und Fingerabdrücke entdeckt, die sie im Labor untersuchen. Experimentieren ist das Lernziel. Das macht den Kindern am meisten Spaß. Sie interessieren sich sehr für Kriminaltechnik, die sie nur aus dem Fernsehen kennen. Nach mehreren Tests und Vergleichen, bei denen sie spielerisch Physik und Chemie lernen, haben die Nachwuchsdetektive den Dieb enttarnt. Encontramos lá farinha.
Wir haben Mehl entdeckt. Die Putzfrau hatte alles geputzt, also kann die es nicht gewesen sein. Ebenso wenig wie die Besitzerin des Hauses, weil die kein Mehl benutzt. So sind wir zum Schluss gekommen, dass es ihre Bekannte war. Die ist Bäckerin. An ihren Schuhen klebte wohl Mehl. Das Visionarium hat ein weiteres Kriminaltechniklabor, in dem ältere Schüler experimentieren. Dafür haben diese Achtklässler eine Reise von 340 Kilometern auf sich genommen. Warum, erklärt die Physik- und Chemielehrerin. Was sie hier machen, steht erst auf dem Lehrplan der 9. Klasse. Es ist ein Anreiz, damit sie die Inhalte besser verstehen, wenn sie sie im nächsten Jahr lernen müssen. So versuchen wir, ihr Interesse zu wecken. Neben Schulwissen lernen die Jugendlichen im Labor auch, wie man beispielsweise eine Blutgruppe herausfindet. Ein wichtiges Werkzeug, um einen Verbrecher dingfest zu machen, auch wenn im Labor nur Kunstblut fließt. Ich glaube, es handelt sich hier um die Blutgruppe 0, denn es gab keine Verklumpung. Die jungen Detektive analysieren auch Spuren auf Patronenhülsen und verfallen schnell in den allseits bekannten Krimi-Jargon, den sie aus dem Fernsehen kennen. Nicht berühren. Wir kennen diese Schilder aus Museen. Doch wie wäre es, wenn wir stattdessen alles anfassen und wenn wir bei wissenschaftlichen Experimenten mitmischen könnten? Wissenschaft ohne Berührungsängste, diesmal aus Russland. That's the case in this Museum of Natural Sciences in Russia. Das Naturkundemuseum Experimentanium liegt mitten im Herzen Moskaus. Es öffnete 2011 in der Werkhalle einer ehemaligen Maschinenfabrik. Auf 2500 Quadratmetern gibt es 250 Ausstellungsstücke aus den Bereichen Mechanik, Astronomie, Chemie und Anatomie. Seltsame Dinge passieren hier. Es ist interaktiv, weil die Besucher die Experimente selbst durchführen können. Es macht Spaß, weil man leicht und spielerisch lernt. Und das gemeinsam, denn Eltern und Kinder haben zusammen Spaß. Es ist nicht wie sonst, wenn sich Eltern für etwas begeistern und sich ihre Kinder gleichzeitig langweilen und mit Handys spielen. Oder aber, wenn es nur den Kleinen Spaß macht und die Eltern sich zwingen müssen. Die Idee zum Museum stammt noch aus Sowjetzeiten. 1935 öffnete Jakov Perelman ein Museum der großartigen Wissenschaften im heutigen St. Petersburg. Er verstarb während des Zweiten Weltkriegs. Das Museum schloss. Das Experimentanium schließt daran an und erweitert es um europäisches und US-amerikanisches Know-how. Daneben gibt es Shows mit Schwerpunkten. Die über chemische Reaktionen kommt am besten an. Wie trocknet man Eis? Wie kommt ein Ei in eine Flasche? Wie entsteht ein Rauchvorhang? Hierfür brauchst du keinen wissenschaftlichen Abschluss. Es geht darum, physikalische, chemische und biologische Phänomene verständlich und so einfach wie möglich zu erklären und sie möglichst anschaulich vorzuführen. Neugier genügt. Kinder und Erwachsene jeden Alters und Bildungsgrad sollen Spaß haben. Wie bei der Tesla-Show. Sie zeigt, Elektrizität ist gefährlich, kann aber auch Spaß machen. Vor allem den anderen, die beim Experiment zugucken. Die Stromshow, bei der mir die Haare zu Berge standen, hat mir gut gefallen. Ich habe den Strom richtig in mir gefühlt. Ich mochte auch, als sie dieses Licht angemacht haben, diese violetten Lichtstrahlen. Ich hatte solche Angst. Vor allem Mittel- und Oberstufenlehrer haben das interaktive Wissenschaftsmuseum für sich entdeckt. Es ist so erfolgreich, dass gegen Ende des Jahres ein zweites Experimentanium in Moskau eröffnen soll. So far,
unseren Social-Media-Seiten sind sich die meisten einig. Spaß am Lernen führt zu besseren Noten. Ein User meint aber, dass die Disziplin im Klassenzimmer nicht zu kurz kommen sollte. Was denken Sie? Spielen oder nicht spielen? Das ist die Frage. Let us know. Goodbye for now. Learning World in Zusammenarbeit mit WISE, einer Initiative der Qatar Foundation.